Ja? Ein YouTuber? Ja? Wirklich? Warum? Ja? Ja, weil ich sehe so einen Button an ihm. Ach so. Ja, cool. Also, was würdet ihr sagen? Wer ist euer Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber, also die gucke ich in letzter Zeit sehr oft, sind Beats and Bros, Beats and Table, Jiri von Icon. Kennst du schon Icon? Nee, gar nicht. Also, das ist ein Format für Rapper und das hat Jiri davon. Ah, okay. Ja, deswegen. Deswegen, also, die waren auch auf Twitch, deswegen schreie ich die Zeit. Und du? Ich würde sagen, am meisten nicht so. ISO Speaks, Flick ist wo er momentan gerade in Deutschland ist und EM guckt. Letztes Döner essen, Hakiki. Döner mit Nana El, die gucke ich auch gerne. Und die waren dann letztens so voll krass du. Deswegen war es so geil, diesen Stream letztens zu gucken. Stark, stark. Okay. Und du? Ich habe ehrlich gar keinen. Nein. Okay. Du? Was mit dir? Also, ich mag ehrlich sehr persönlich Mr. Ballin. Er erzählt so Horrorgeschichten und so. Und, Geschichten und ja, ich finde es sehr interessant. Ich mache es immer an, wenn ich esse. Okay, cool. Ja, nice, danke. Na, cool für euch. Na dann, viel Spaß, vielleicht sieht man sich wieder. Danke. Also, ich wurde erstmal von einem Mädchen wiedererkannt, das mich gesehen hat und angesprochen hat. Das ist so sehr weird, weil ich früher nie von Mädels angesprochen wurde. Oder nee, das ist eine Lüge, aber so einfach so auf offener Straße. Vielleicht liegt es daran, dass ich mein YouTube-Shirt anhabe und so aussehe, als wäre ich ein YouTuber. Und deswegen sozusagen angesprochen wurde. Aber ey, yo, Jungs, macht euch einen YouTube-Kanal, macht ein paar Videos und ihr werdet einfach angesprochen. Einfach so. Das ist heftig. Und danach, zwei Sekunden später, haben mich ein paar Jungs entdeckt, die mich anscheinend auch schon mal gesehen haben und wir haben ein bisschen was aufgenommen. Das ist geil. Ich war die ganze Zeit irgendwo drinne, habe gar nicht gemerkt, dass man mich schon kennt. Und dann, wenn man dann rauskommt, Berlin erlebt, merkt man auf einmal, oh, anscheinend werde ich doch gekannt. Und Alter, das ist seltsam. Ich komme damit noch nicht ganz klar, ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber es ist cool, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr cool. Jetzt versuche ich mal weiter Leute zu fragen. So, ich habe mich auf die Frage umgestellt, was ist euer Lieblings-YouTuber? Um so zu gucken, was so die Leute feiern. Hey, darf ich dir eine Frage stellen? Ich wollte fragen, was würdest du sagen, ist dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber? Ja. Ich würde sagen, Niklas Wilson Sommer. Niklas versus? Niklas Wilson Sommer. Ah, okay. Ja. Was macht ihr so? Er ist Fußballer, Content Creator. Okay, cool, ja. Siehst du auch so? Ja, ist schön. Du Fußballer. Ja, und oder so, Eli Geller, kennst du Eli Geller? Leider nicht. Eli Geller, Sydney, Willis und da, ja, die waren okay. Unterwegs. Ah, okay, ja. Okay. Für wen bist du für die WM? Naja, ja, Österreich oder. Also, wenn Österreich es nicht schafft, dann würde ich. Deutschland auch nicht. Spanien. Spanien? Ja, Spanien. Ich finde die Spieler dort. Viele junge Spieler, ich mag Lamine Jamal und so. Barca-Fan. Okay. Ja, ja. Okay, ja dann, ey. Ja. Ich wünsche dir erstmal Österreich viel Erfolg. Dankeschön. Wenn was wird, vielleicht siehst du dich mal wieder. Ja, wie heißt denn YouTube-Kanal? Prince to you. Prince to you. Ja, ja. Prince 2 you. Ja, passt. Ja? Dankeschön. Man sieht sich. Ja, ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Für mich so cringe. So cringe. Aber ey. Ist gar nicht so schwer, Leute anzusprechen, eigentlich. Man muss einfach nur ein bisschen anfangen und dann aus sich rausgehen und anfangen. Aber cool. Cool. Wen sprechen wir als nächstes an? Das ist die Frage. Jetzt habe ich zwei Jungs entdeckt. Da weiß ich nicht, ob ich die ansprechen darf. Aus Altersgründen. Ist das okay? Weiß das jemand? Darf ich einfach unter 18-Jährige ansprechen und mit denen ein Video machen und das auf YouTube hochladen oder auf Social Media? Weil wenn nein, dann ist das was Illegales und wenn doch, dann spreche ich die an. Aber ich überlege gerade, mir fällt das nicht so ein. Aber ich sehe, dass die gerade auch ein Video machen und deswegen, vielleicht seht ihr das hinter mir, wenn ich so ein bisschen die Kamera schwenke, dass die auch gerade ein Video machen und das ist cool, das ist sehr cool. Egal, ich frag die einfach, ohne sie in die Kamera zu halten. Und ich werde angeguckt. Von ein paar Mädels. Aber das liegt auch an meiner Kamera.
Jo, Jungs, darf ich euch eine Frage stellen? Ja, was ist denn euer Lieblings-YouTuber? Gar kein? Ich gucke Twitch. Twitch? Ah, okay. Wer ist der Lieblingsstreamer? Reason. Reason. Und bei dir? Ich hab, glaube ich, keinen. Kein YouTube? Okay, krass. Krass? Ja, okay. Ich dachte gerade, ihr macht ein Video. Nee, wir machen das für die Schule. Ah, okay. Was müsst ihr denn machen? Wir müssen so über Berlin, aus dem Englisch. Okay, auf Englisch. Aber Englisch ist gut, oder nicht? Ja. Bist du ein YouTuber? Nein, doch, ja. Ja, ich mach so ein bisschen Umfragen. Ich versuche so ein bisschen locker zu werden. Weil ich will so mehr Umfragen machen, aber ich habe Angst, auf Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen. Und deswegen bin ich so, okay, komm schon, raus aus dir selbst, raus aus der Komfortzone. Ja, ja, aber ist cool. Lernen dadurch nette Leute kennen, kommen zum Sprechen, lernen auch seltsame Leute kennen. Also hier am Alex laufen sehr viele seltsame Leute auf. Deswegen passt da ein bisschen auf, wenn ihr da von irgendwelchen komischen Dudes wie denen da zum Beispiel angequatscht werdet. Heute nicht. Aber sonst, danke. Nice. Vielleicht seht ihr mich auf YouTube, falls ihr mal irgendwann YouTube guckt. Prince to you. Ja, immer noch. Absolutes Cringe-Gefühl. So, das Ziel war es ja eigentlich, 100 Leute anzusprechen. Aber Bre, ich mach's mir schon schwer, wenn ich 1, 2, 3, 4. Ich habe 4 Leute angesprochen bis jetzt. Und das war schon kompliziert genug für mich. Also, dieses abgelehnt wurde ich noch nicht. Das ist cool. Aber eigentlich auch nicht. Ich muss mich mit Ablehnung sozusagen mehr beschäftigen, damit klarkommen, dass das normal wird. Aber ich muss es noch angenehmer für mich machen oder normaler, dass ich auf Leute zugehe und einfach mit denen sprechen kann, beziehungsweise die eine Frage stellen kann und sie kurz stören kann. Ja, richtig stören tue ich sie ja nicht, ne? Komm, fragen wir den Herrn hier. Entschuldigung, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nö. Da, erste Ablehnung. Der Typ sah auch aus, als würde er direkt aus Sylt kommen. Okay, ich will jetzt keine Vorurteile schieben, deswegen sage ich das lieber nicht. Tut mir leid, ich nehme das zurück. Aber ja, ältere Menschen ist ein bestimmt schwieriges Thema. Da ich auch so ein Vollbart habe, wenn ich auf so einen Weißen zugehe, glaube ich, ist das einfach schwierig. Ansonsten, jüngere Menschen sind da offener, cooler drauf. Deswegen habe ich bis jetzt auch nur eher Jüngere angesprochen. Bei Älteren mal schauen, wie die darauf zu reagieren sind. Naja, man kennt ja die deutsche Normalstimmung. Böse gucken. Eine Sache ist mir aufgefallen, wenn du mit Kamera durch die Gegend läufst und so tust, als wärst du YouTuber, also die Leute wissen das ja nicht direkt, aber anscheinend bist du direkt ein Hingucker. So, schon das nächste Mädel, das an mir vorbeigelaufen ist und das die ganze Zeit auf mich guckt, wo ich mir denke, okay, die ist erstmal wahrscheinlich 13 oder so. So, es ist schon irgendwie seltsam, aber ey, versuchen Sie sich gerade daran zu erinnern, ob Sie mich kennen oder warum sind die da stehen geblieben, um zu schauen, ob da noch was passiert. Ich werde jetzt nicht auf die zugehen. Mal gucken. So, vielleicht erwarten die das, aber der Punkt, dass die schon drauf warten, ist heftig. Sehr heftig. Also, die Kraft einer Kamera und ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen zu reden, ein bisschen in die Kamera zu sprechen und so zu tun, okay, ich habe jetzt auch einen YouTube-Pullover, aber den kann sich jeder holen. Das ist heftig, wie viel Kraft das hat. Boah, noch so ein seltsamer Typ. Cool. Berlin ist voll von denen. Ich liebe es. Aber er muss jetzt nicht unbedingt halbnackt sein. Das muss ich nicht sehen. Naja, das ist interessant, ehrlich. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen werde oder was anfangen soll damit. Ob ich mehr auf Leute zugehen soll, was ich fragen kann.
wie sich das auf meine, mein Selbstwertgefühl, wie sich das auf mein Selbstwertgefühl, was wollte ich sagen, einwirkt, wie das mein Selbstwertgefühl beeinflusst. Denn ich muss schon sagen, das ist... Es ist cool. That is interesting. YouTube hat Kraft. Und diese Kraft gilt es zu nutzen. Und diese Kraft kann jeder haben einfach. Das ist halt das Coolste daran. Du kannst einfach dein Handy rausholen und Videos machen und bam. Jetzt haben die ein Bild von mir gemacht. Bild mit Zoom. Bestimmt Google Insight oder so. Sieht der bekannt aus? Kennt man ihn? Eieiei. Ich würde dir ein Video von... Warte. Jetzt versuchen die ein Bild von mir zu machen, während das eine Mädel, also die Freundin, verdeckt die Kamera, so dass ich das nicht sehen soll. Leider habe ich ein Awareness, dass ich sowas direkt entdecke. Vielleicht nicht direkt, aber ich habe das bemerkt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die was damit anfangen wollen oder was sie damit anfangen. Aber das ist lustig. Das ist heimlich fotografiert zu werden. Okay, ey, heimlich ist vielleicht nicht so cool. Die hätten auf mich zukommen können, die hätten fragen können, ey, yo, kann ich ein Bild mit dir machen? Das haben ja die anderen Dudes auch gemacht. Aber so heimlich ein Bild zu machen? Naja. Aber ich glaube, das ist bei Mädels bzw. Frauen eher so ein Ding. Bei Jungs, die können halt einfach auf jemanden zugehen, wenn ein Mädel auf dich zukommt und fragt, hey, kann ich ein Bild mit dir machen? Ist mir noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ändert sich das noch, je famer ich werde. Interesting. Auf jeden Fall interesting. Interesting. Ich glaube, das wird ein Vlog, aber auf eine längere Basis. Weil es ist interessant, was so dabei rauskommt. Und das ist cool. Ich muss schon sagen, wenn ihr sowas auch erleben wollt, kommt einfach zum Alex und habt Spaß. Damn! Und zwar habe ich gerade ein paar Kollegen getroffen von 4Cam, die auch Straßeninterviews machen. Und ich dachte, ich hätte das ganze Interview aufgenommen. Leider nicht. Vielleicht findet ihr mich auf einem von ihren Videos. Die sind gerade auch am Alex und machen auch Straßenumfragen. Sehr interessantes Setting. Zwei Personen finde ich sehr akkurat, also sehr gut. Weil mit zwei Personen kann man die Videos besser machen. Ich mit meiner Selfie-Cam bin da ein bisschen gehandicapt. Das sieht nicht so professionell aus, aber ja, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, sozusagen mit mir Videos zu machen, wenn er Bock drauf hat. Aber wen ich da finde, ist halt auch eine andere Sache. Naja, die Fragen, die sie gestellt haben, waren eher spicy. Deswegen haben die nur eine Instagram-Seite, weil die von YouTube gekickt wurden wegen einer Frage oder Antwort wahrscheinlich, weil die Fragen waren schon sehr spicy. Und während ich das Interview gemacht habe, ist dieses eine Mädel, von dem ich euch erzählt habe, das sozusagen versucht hat, ein Bild von mir zu machen, vor mich gekommen und hat ein Bild gemacht, so dass die, ja, vielleicht, keine Ahnung, herausfinden konnte, wer ich bin oder nicht, ich weiß es nicht, aber das war halt mitten im Interview, deswegen konnte ich nicht auf sie zu gehen und zu fragen oder irgendwas machen, aber ja, schade, dass die Aufnahme weg ist oder nicht wirklich geklappt hat, die ich vorhin gemacht habe. Aber auch nicht so schlimm. So, ich habe jetzt noch 30 Minuten, bis ich zu meiner Arbeit gehen muss. Ich bin als Übungsleiter für Pfeffersport tätig. Das heißt, ich trainiere mit kleinen Kids und bewache, dass sie sich beim Bewegen nicht verletzen und mache mit denen Sport sozusagen. Und ja. Jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg in Richtung andere Seite vom Alex. Denn ich hatte mir eigentlich einen Plan gemacht gehabt, dass ich sozusagen erstmal hier bei Brunnen das ausprobiere. Eigentlich als stehende Kamera ist nicht so passiert. Und dann würde ich sozusagen so wie jetzt dahin laufen und Leute ansprechen und ihnen die Fragen stellen. Welche Frage ist halt auch eine Frage? Weil anscheinend gucken nicht so viele YouTube. Okay, ich habe jetzt 5 Leute oder so gefragt. Deswegen, da ist jetzt nicht viel bei rausgekommen, aber yes, ich weiß noch nicht, was man so fragen kann. So spicy Fragen, wie die sie gestellt haben, ist schon interessant. So, da kann ich schon nachvollziehen, dass die Leute das sich anschauen
Aber so normale Fragen, wer will was sehen? Oder mache ich einfach nur Vlogs, wie ich selber was erlebe hier in Berlin? Oder wie ich selber gute Dinge tue? Was heißt gute Dinge tun? Das wollte ich machst du TikTok? Auch. Ja, ist doch schon recht. Friends to you. Ah, ich kenne die. Warte. Du hast immer versucht, so Klettergangs hoch zu machen. Ja, ja. Oder eine Sportmuschel auch zu machen. Ich kenne dich auch noch. Krass. Du hast eine Sportmuschel oder so. Ja, genau. Hey, du kann ich ein Foto machen? Hä? Klar, natürlich. Ja, bitte.